Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Wir schwingen uns heute mal wieder aufs Zweirad. Das ist ja der Vorteil hier in The Crew, dass wir nicht nur mit vier Rädern unterwegs sein müssen, sondern auch mit zwei ist es möglich. Und wir sitzen gerade auf unserer S1000, aber auf der werden wir jetzt nicht lange verweilen, denn wir kaufen uns ein neues Bike. Und zwar die MV Augusta. Das war ein großer Wunsch, der immer wieder auch in den Livestreams vor allem aufgetaucht ist, wo es hieß, ja, kauf die dir unbedingt, die ist richtig gut und ja, check die mal aus und ja, das werden wir heute tun. Wir sind, wie gesagt, jetzt noch gerade ein paar Meter mit unserer BMW unterwegs und wir fahren jetzt gerade mal hier zum Street Racing HQ und dann können wir uns die dort direkt mal gönnen. Da können wir auch gleich mal so einen kleinen Ausblick uns geben, was das sonst noch für geile Bikes eigentlich in Zukunft auf uns warten, denn ich habe ja schon mehrfach betont hier im Let's Play, ich versuche schon vieles mitzunehmen und auch jetzt mit jeder Folge ein bisschen Abwechslung reinzubringen, auch mal wirklich andere Fahrzeuge zu fahren und deswegen gucken wir jetzt einfach mal. In der Street Race Kategorie soll sich dieses Bike befinden. Da sehen wir zum Beispiel auch die Ninja, ja, die wird ja auch sehr, sehr, sehr oft verlangt, dass ich die mir auch mal gönne. Das werde ich sicherlich irgendwann mal tun, auch eben die KTM hier finde ich ein sehr, sehr geiles Bike und aber hier haben wir sie schon, die MV Augusta F4 RR, die wird sich sehr gewünscht. Die zwei haben wir ja schon, das sind glaube ich auch schon die zwei teuersten Bikes, die es hier gibt, die Panigale R, habe ich mir ja als erstes gegönnt. Und eben auch die S1000. Das heißt, wir setzen den Trend fort, wie ich das nächsteurere Bike hier zu kaufen. Und ja, das heißt, im nächsten Mal vielleicht dann die KTM. Aber gucken wir mal, wir können ja ein bisschen günstiger nochmal gehen. Es gibt nochmal die Super Duke. Die hat sich zum Beispiel die Tinte hier vom Kanal ja auch mal gegönnt. Hat er ja auch stolz gezeigt und direkt mal seinen Namen drauf geschrieben. Dann haben wir noch die Ducati Diavel. Diavel. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch noch da noch mal ein paar günstigere. Ducati Monster gibt es noch. Dann haben wir hier noch eine Kawasaki Z1000. Also da gibt es schon noch ein paar geile Bikes, auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Kawasaki GPZ 900R Ninja, okay. Ein bisschen älteres Modell, ja, 1984. Auch nicht schlecht. Dann Ducati Hyper Motard. Ja, also von dem her haben wir schon ein bisschen. Was gibt es noch? Was günstigeres? Ich meine, klar, es gibt noch so Harley und solche Geschichten. Aber ich glaube, die kommen dann. Kommen die hier? Ah ja, hier haben wir nochmal was. Ah ja, eine BMW R1200 GS Adventure. Ja, gerade so für Roadtrip. Sehr cool. Und eben dann hier eine Harley Davidson Street Glide. Dann eben die Indian Chief Dark Horse. Die haben wir ja schon im Besitz. Und dann haben wir noch die Indian Scout. Ah, da gibt es schon ein paar coole noch zum Cruisen. Dann haben wir noch die Harley Davidson Iron 883. Die besitzen wir ja schon. Und dann gibt es hier nochmal Kawasaki. Also gibt schon hier. Ja, viele, also hier die 54, ne, die eigentlich auch eben als Motocross verwendet wird, gibt es aber hier nochmal als Street Edition. Sieht man auch in den Reifen, hat man das Profil. Ja, sehr cool, also da gibt es schon eine schöne Auswahl, aber wie gesagt, ist es ja schon längst klar, was wir heute uns kaufen. Deswegen ganz, ganz schnell jetzt ans andere Ende wieder. Der langen, langen, langen Fahrzeugliste, die wir hier haben in der Street Race Klasse. Und ja, keine Sorge, wir werden natürlich auch wieder in anderen Klassen mal unterwegs sein, wie Beispiel Hypercar oder auch die Rennwagen Touring Car. Da gibt es ja auch noch einige Fahrzeuge, die wir uns noch nicht angeguckt haben. Aber wir wollen jetzt natürlich dieses schöne Teil hier haben. Farben gibt es keine Auswahl, Felgen gibt es keine Auswahl. Deswegen kaufen wir uns das gute Teil und das kostet auf jeden Fall ordentlich was. Aber das bezahle ich natürlich gerne. Und dann haben wir das gute Ding. Guck mal, vier Endrohre hier hinten. Das ist schon böse. Okay, die rutscht aber schön auf, über die Hinterachse. Aber ich sehr agil, ne? Wahnsinn. Okay, krass. Oh, nicht schlecht. Gucken wir gleich mal, was wir noch an der verändern dürfen. Die vier Endrohre sind halt natürlich scharf. Ja, auf das habe ich jetzt gewartet, dass die Flammen noch ein bisschen böllern. Ja, da würde ich mal sagen, warum eigentlich auch nicht beim Motorrad, wenn wir es denn schon beim Automobil schon öfters mal gemacht haben. Ich glaube, ich halte einfach mal die Klappe und gebe den vollen Spiel-Sound. Und dann hören wir einfach mal rein, wie die denn hier so klingt, die Augusta. Viel Spaß! Yeah.
kann man machen, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir aber mal ganz schnell zurück in unsere Werkstatt und dann schauen wir doch einfach mal, beziehungsweise in unser Home und schauen doch einfach mal, was wir denn an dem Bike so verändern dürfen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Und ja, das ist der Helikopter, den meinen wir nicht. Und den Hovercraft, den wollen wir jetzt eigentlich auch nicht verändern. Kann man da überhaupt was verändern? Das können wir ja gerade mal schnell gucken, aber ich glaube das nicht, oder? Nee, ist gesperrt, okay. Ja, Fahrzeug wechseln. Und da wechseln wir auf das Motorrad. Wo ist es denn? Das ist nicht... Da ist sie doch. Zack. Sehr schön. Und dann gucken wir doch mal anpassen. Was können wir denn ändern? Scheinwerfer können wir einmal, ja, wieder dunkle Scheibe machen. Machen wir einfach auch direkt. Dann Kotflügel können wir einfach auch mit Carbon einmal machen. Würde ich jetzt aber mal drauf verzichten. Sitz können wir quasi jetzt nicht für den zweiten Fahrer oder Piloten oder Beifahrer. Weil hier ist ja so eine Ledersitzablage, würde ich sagen. Hier ist es eben nicht so. Hier vorne können wir auch wieder mit einer Carbon-Applikation arbeiten. Die könnte man aber eigentlich machen. Die machen wir auch mal. Dann die Schwinge. Okay, die gibt es auch einmal als Carbon und einmal ohne. Würde ich sagen, machen wir. Auch wenn hier die Federung dann auf einmal weg ist. Ne? Seht ihr das? Hier ist sie da. Hier ist sie einfach weg. Das ist ein bisschen schade. Dann würde ich es dann doch eher so lassen, weil die Federung können wir eigentlich schon drin lassen. Dann Außenspiegel. Okay, einmal auch mit Carbon-Applikation, einmal komplett weg. Ja, Spiegel gehören eigentlich schon dazu. Boah, guck mal, sieht schon gut aus. Ne, dann machen wir es einfach mal mit Carbon-Applikation. Von Auspuff sichtbar haben wir einmal... Ja, okay, die Beifahrerklemmen oder was das sind da hinten, die sind dann weg einmal. Das ist ja okay. Und die Endrohre, man kann nicht richtig rumgucken. Das finde ich gerade ein bisschen blöd. Also man kann schon, aber... Es bleiben bei 4 Endrohren einmal. Und das sind dann nur 2 Endrohre. Aber die sind halt so richtig schön hoch angebracht. Okay, jetzt muss ich gerade mal gucken. Das ist hier mehr oder weniger wie die Serie, nur halt ein bisschen anders angebracht. Das sind so 4 fette Endrohre. Und das ist halt nochmal so... Okay, das sieht halt auch geil aus, muss ich sagen. Aber ich glaube, diese 4 Endrohre finde ich fast schon am geilsten. Deswegen nehmen wir das mal so. Und Rücklicht können wir auch einfach tönen. Ja, machen wir das einfach mal so. Zack, mehr kann man nicht ändern. Jetzt können wir natürlich die Verzierung gucken. Vielleicht hat ja jemand meiner Freunde was gemacht. Ja, sieht so aus. So. JP Performance. Hat JP eine Augusta? Nee, oder? Wäre mir jetzt neu, dass der eine Augusta hätte. Gucken wir aber trotzdem mal Top 100, was wir da noch so haben. Okay, auf jeden Fall eine sehr dunkle Version davon. Oh, das sieht auch geil aus mit so Akrapovic und AMG, okay. Ich kenne mich ja nicht aus, aber warum AMG? Hat das wirklich einen Sinn? Also ist da wirklich irgendwas mit AMG am Hut oder so? Weiß es nicht. Also ich kenne mich ja mit Motorrädern nicht aus, wie gesagt. Aber es sind schon ein paar coole Designs dabei, finde ich. Gerade auch das Design gefällt mir schon sehr gut hier. Aber das hier gefällt mir auch richtig gut hier mit Akrapovic drauf und AMG. Okay, ja, wie gesagt, schreibt es mir einfach hin. Ich kenne mich ja mit Motorrädern, wie gesagt, gar nicht gut aus. Deswegen würde mich das schon interessieren, ob da irgendwie MV Augusta mit dem irgendwie zusammenhängt oder was auch immer. Schon ein paar coole Designs, muss man schon sagen. Also kann man schon mal reingucken. Okay, das ist ein bisschen übertrieben jetzt mit Dingen. Aber ich muss sagen, also zwischen den beiden, den tendiere ich schon gerade ein bisschen. Zwischen einmal die mit AMG und einmal... So, einmal die hier. Ist das vom selben? Nee. Das ist ja, sieht sehr ähnlich aus. Also einmal entweder dieses Design hier oder dieses Design hier. Finde ich auch relativ cool. Aber ich glaube fast, wir nehmen einfach mal das hier. Weil mit Rot haben wir ja hauptsächlich schon die Ducati. Ja? Da brauchen wir ja nicht nochmal groß was ändern. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir mal performance-technisch, was können wir denn da noch machen? Also wir haben ja ein paar Teile noch im Übermaß. Manche auch nicht, aber manche haben wir. Deswegen bauen wir da mal ein, was wir haben. So, Reifen haben wir natürlich jetzt nichts. Da müssen wir jetzt leider nur die hier verwenden. Aber da trotzdem, das geht ganz gut klar. So, und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was für... Wie sie es erstmal jetzt fährt. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwo 280er Reifen her. Beziehungsweise wir können ja einfach klauen, oder? Klauen wir einfach... Weiß nicht, hat die Ducati 280er? Nee.
haben wir denn noch 280er Reifen, die wir klauen können? Aus der S1000 will ich sie eigentlich nicht klauen. Aus dem Mustang vielleicht? Ja, komm, klauen wir jetzt mal ausnahmsweise aus dem Mustang. Ja, macht ja auch Sinn, aus dem Mustang Reifen zu klauen und aufs Motorrad zu knallen. So, dann haben wir nämlich ein volles Teil. 300 PS, 314 km/h. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Und dann gucken wir das mal, fahren wir doch ein paar Rennen auf jeden Fall. Das ist doch hier die Hauptsache. Und nehmen wir einfach irgendein Rennen hier. Zick, 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 nehmen wir das. Schwierigkeit wechseln und auf geht's. Dann schauen wir nochmal, wie wir hier abschneiden können mit dem Teil. Die Endrohre sind schon böse. Ja, ist ja ein, ich denke mal, ein Vierzylinder. Motorrad würde Sinn machen, auch vom Namen her. Und dann entsprechend halt für jeder Zylinder gibt es ein Endrohr. So halt, hier geht's gleich lang. Ich wollte schon abbiegen. Bisschen zu früh. Oh Gott, oh Gott, ja, ganz ruhig. Aua, 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 aua. Geht aber echt geil um die Kurven, muss ich sagen. Also im Vergleich jetzt zur BMW und zur Ducati geht die, finde ich, richtig geil knackig um die Kurven rum. Fällt mir schon echt gut. Aber ich glaube, ich probiere tatsächlich das Ganze trotzdem noch mit den zwei Endrohren nur aus. Ich glaube, es sieht insgesamt ein bisschen besser aus. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt fahren wir erstmal das Rennen hier gewinnen und ja, damit dominieren wir halt natürlich regelrecht. Das Teil ist schon übertrieben. Ich glaube auch, irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, ich habe es jetzt in den besten Listen noch nicht gecheckt, aber das eben... Alter, was war das? Das ist der Huracan und eben der Augusta, die zwei besten Street Race Fahrzeuge sind. Zug. Jetzt kommt deiner. So, das war jetzt natürlich kacke. Ich springe jetzt mal nicht hier hoch. Ich glaube nämlich, wenn man hier weiterfährt, kann man hier einfach rechts rausfahren, oder? Besser. Ja, genau, so ist es. Da müssen wir nicht diesen Sprung nicht machen. Das ist doch viel besser. Das ist doch viel besser. Da sind wir nämlich auch schon einfach wieder Erster bei dem Rennen hier. Aber jetzt mal ohne Flak. Also wie gesagt, ich weiß es ja jetzt nicht mit der Augusta, ob die irgendwas mit AMG am Hut haben, ob das einfach nur aus Spaß drauf geklatscht wurde. So oder so, würde ich schon geil finden, weil wenn man bedenkt, Pagani, also die Outdoor-Hersteller Pagani, nutzt ja auch AMG-Motoren. Auch eine italienische Marke und Augusta ja genauso. Und deswegen wird es schon irgendwie cool. Aber AMG, ne, die haben ja mit Motorrädern eigentlich gar nichts am Hut, deswegen eigentlich, ja, egal. Also, ich wüsste nicht, dass ich damit was... So, egal. Ich halte mich jetzt raus, bevor ich mich noch mehr verquatsche und sowieso keine Ahnung habe. Aber, wie gesagt, verzeiht's mir. Ich habe da halt wirklich keine Ahnung. Wir können ja mal ein bisschen Cockpit-Sicht hier fahren. Gerät hier. Schaut doch schon mal sehr gut aus. So, ich duck mich auch schon wie so ein Motorradfahrer immer nach vorne in der Hoffnung. Bisschen weniger Luftwiderstand. So, da sind wir jetzt vorher gerade fast abgeflogen. Diesmal nicht. Diesmal habe ich es nicht vor. So, eben wie gesagt, wir machen mal den Sprung nicht. Das habe ich die letzten Male jedes Mal nämlich schon gedacht, wo wir hier lang gefahren sind. Hat viel mehr Sinn hier einfach lang zu ballern, dann sparen wir uns diese Sprünge und wir verpassen diese Abzweigung hier auch nicht, um abzukürzen, weil man gar keine andere Wahl hat, als diese Abkürzung zu fahren. Aber wie gesagt, ich finde das Motorrad super agil, ey, das ist der Wahnsinn, wie das Ding um die Ecken schießt. Beschleunigung und so weiter finde ich jetzt auch nicht krasser als bei der S1000 oder bei der Ducati. Also von der Kurvenlage her fällt mir das richtig gut. Und bam. Sehr gut.
da gab es ja sogar richtig viel Belohnung. Sehr gut. So, wir haben Auspuff sichtbar jetzt bekommen. Also, wenn das jetzt kein Zeichen ist, doch das Endrohr doch nochmal zu verändern. Ja, manchmal muss man es einmal ein bisschen ausprobieren. So, jetzt gucken wir gerade mal, was wir hier noch Volles haben. Jawohl, das nehmen wir gerne mit. Das können wir verschrotten. Deswegen gehen wir ganz kurz, upsala, ganz kurz nochmal, nein, ganz kurz nochmal ins HQ zurück. Und gucken doch nochmal. Wenn es jetzt zufällig auch noch gerade dieses Endrohr ist, was ich sowieso jetzt gerade mal ausprobieren möchte, dann ist es ja wohl eine absolute Fügung, das zu nehmen. So, aussehen. Und wir haben, nee, nicht das bekommen, ne? Schade. Hier haben wir Besitz. Die haben wir jetzt noch im Besitz. Und das haben wir ausgestattet. Okay. Okay, das heißt, genau die, die ich jetzt eigentlich mal ausprobieren möchte, haben wir nicht. Ja, das ist ein bisschen zu viel. Die haben wir jetzt ja drauf. Die ist quasi von der Form wie die Serie. Und das ist halt eben mal eine andere Form. Aber ich glaube, ich probiere die mal aus jetzt. Auch wenn sie mich wieder ein bisschen was kostet. Aber ich fand die eigentlich ganz cool. Und mir lässt es jetzt keine Ruhe. Mann, verdammt. Ich muss jetzt trotzdem nachschauen. Schnell im Internet. Ich weiß, viele von euch haben bestimmt schon geguckt, wie irre, oder schon geschrieben, wie irre, aber ich muss es trotzdem gucken. MV Augusta F4. Da gibt es auch bestimmt einen Wikipedia-Eintrag. Ihr seht das natürlich jetzt nicht, aber mir lässt es jetzt einfach keine Ruhe, ob da irgendwie was. Ne, da gibt es keinen Wikipedia-Eintrag. So, scheiße. Doch da. Ne, allgemein gibt es einen Wikipedia-Eintrag über die Marke. Wow. Da, R4, ja. Es gibt eine Version 1 und eine Version 2. Wir haben wahrscheinlich Version, keine Ahnung, steht hier nicht. Ja gut, da ist einfach gar nicht mehr dabei. Welche haben wir denn hier genau? Welche Version jetzt hier? Die F4RR, okay. Das ist dann... Welche? Moment, ich hab's gleich. F4RR. Da stand gerade echt was mit AMG, Moment. Ein Moment. F4 AMG. FV4 RC AMG. Die AMG Limited Edition ist nur einmal zu... Okay, da gab es wohl wirklich so eine spezielle... Nur einmal zu haben, okay. Jetzt können Sie eine der letzten produzieren, MV F4 RC, also nicht RR, AMG. Das Limited Edition... Okay, das ist ja mega cool. Ja, cool, da passt es ja mit AMG super gut. 40.000 Euro gekostet für ein Bike. 250 Stück streng limitiert. Okay. Ja, ich will mich da jetzt nicht so krass einlesen, aber vielleicht hat der ein oder andere von euch, kann da ja nochmal genauer drauf eingehen. Sah vom Design aber ein bisschen anders aus, diese AMG. Aber trotzdem, finde ich cool. Also, geil. Okay, also das ist da wirklich ein Bike mit AMG und so. Da passt das Design ja wie Faust aufs Auge. So, ja, wie gesagt, ich habe jetzt aber mal das Endrohr geändert. Da gucken wir gerade nochmal uns das an. Und das sieht nämlich auch ganz geil aus. Das sind zwar nur zwei Flammen, aber ich finde so vom ganzen Style her passt das Endrohr irgendwie ein bisschen besser zum Motorrad. Braucht ja auch keine vier Endrohre, ehrlich gesagt. Über zwei fette, ja, wie so vier so dünne Stäbchen. So, jetzt haben wir erst ein Rennen gefahren, ey, und die Folge ist schon zwei Drittel vorbei. Das können wir nicht so stehen lassen, deswegen machen wir jetzt hier volle Kanüle, dass da mal was vorangeht. Downtown LA, süß, sind wir das nicht gerade eben gefahren? Ne, sind wir nicht gefahren, ne? Oder doch? Ich weiß es gar nicht. Wir sind irgendein LA-Rennen gerade gefahren, ist jetzt aber auch egal. Nicht fahren wir es jetzt nochmal. Ne, ist ja blöd, oder? Ne, sind wir das gerade eben gefahren? Ne, sind wir nicht. Nee, das ist ein anderes hier, glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe es. Ja, das ist ein anderes. Ja, das ist das hier. Okay, alles klar, gut. So, da können wir ja wieder ein bisschen abkürzen, wenn es gelingt. Sehr schön. Geht echt mega gut um die Ecken. Ich kann es nur nochmals betonen. Hammer. Das ist ein richtiger Kurvenräuber. Respekt. Also deswegen nimmt mich das nicht wunder, dass dann dieses Fahrzeug oder dieses Motorrad angeblich in den besten Listen auch ganz vorne immer mit auftaucht, weil also ich finde nicht vom Gefühl her, dass die BMW-Uhr so gut um die Ecken geht. Die Bugatti
auf jeden Fall auch nicht. Ich sag, von der Beschleunigung und so würde ich die jetzt nicht stärker einschätzen, also vom Gefühl her nicht, aber Kurve, das ist halt krass. Ja, aber das ist ja die MV Agusta schon fast so, fast schon wie die Paganis unter den Motorrädern. Ist ja irgendwie schon cool. Da unten jetzt sogar schon, okay, also das ist krass. Das haben wir, glaube ich, auch noch nie. Oder da einfach noch einen überrunden am Ende. Komm, mal machen. Wir können jetzt noch zwei Blitzer oder Flucht oder sowas machen. Dass wir da auch mal ein bisschen was gemacht haben. Was mich ein bisschen aber optisch tatsächlich stört bei dem Motorrad, ist so... also ich finde die an sich von der Optik sehr geil, aber was mich ein bisschen stört ist, dass das Licht so in der Mitte ist. Ich weiß nicht, ich fände es geiler, wenn die so zwei Lichter hätte, so wie die Ducati zum Beispiel hätte. Wenn ich mich jetzt keine Flucht machen. Ich möchte keine Flucht machen. So, das werfen wir weg. Und das auch. So. Dann machen wir... Ja, machen wir jetzt ein... Ding, ein Blitzer oder sowas. Wir haben ja noch ein bisschen paar offen. Ja, machen wir mal, gehen wir da mal hin. Da falle, das dürfte ja mit dem Motorrad gar kein Problem sein. Ein bisschen NOS dazu und ab geht die Post. Jo, easy. Gar kein Problem. Sehr gut. Ups, 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 ups. Und dann machen wir da nochmal. Vielleicht gibt es noch eine Flucht, die wir noch nicht haben. Dann machen wir einmal Blitzer, einmal Flucht. Das ist doch gar nicht schlecht, aber es gibt halt deutlich mehr Blitzer. Ist ja klar. Radarfall. Flucht haben wir schon. Flucht. Okay, ich glaube, wir haben schon alle Fluchtitäten schon getan. Ja. Ist auch schon, ja, dann machen wir ein Radar. Ne, wir machen dann erstmal hier was wir noch nicht haben. So, Plateau. Radarfalle. 220 Sachen. Okay, ein kurzer Anlauf. Mal gucken. Aber ich glaube, das sollte für das Ding groß und kein Problem sein. Jawohl. Ja, war knapp. Trotzdem. War knapp. Aber wir haben es geschafft. Ja, mit mehr Anlauf ist natürlich kein Problem. Sehr gut. Ja, dann machen wir jetzt nochmal hier zwei Rennen, sollten noch drin sein, würde ich sagen. Und ja, ein bisschen Action noch haben hier am Ende dieser Folge, wenn wir schon das Fahrzeug hier oder das Motorrad ausfahren wollen. So, Harlem Ost, das haben wir auf jeden Fall noch nicht gefahren heute. Auf geht's. Ja, ich muss sie immer wieder angucken. Ich finde die, also von der Seite, von der Seitenlinie mega. Und auch mit dem Design gefällt mir richtig gut. Jetzt, da ich weiß, dass es mit AMG auch nicht ganz falsch ist, fällt es mir umso besser. Weil ich habe ungern Sticker auf ein Fahrzeug drauf, wo ich weiß, okay, das gehört nicht hin. Das wäre jetzt wie wenn du hier auf eine BMW ein AMG machen würdest. Okay, das wäre ein Extremfall, aber ja, ihr wisst, denke ich, was ich damit aussagen möchte. Geht ab auf jeden Fall. Uiuiui. Die ist halt so wendig. Geil, ey. Das gefällt mir richtig gut. Das ist. Boah, das war knapp. Todessprung ohne Netz. Okay. Das ist ein Assassin's Creed-Symbol, ne? Habt ihr es gesehen? Geil. Keine Ahnung, was man dafür machen musste, aber. Todessprung ohne Netz. Alles klar. Läuft. Habe ich das Gefühl, dass wir alle Veranstaltungen zu Zeiten der Nacht machen. Auch in der letzten Folge schon, als wir die Freestyle-Geschichte gemacht haben. Ich bin die ganze Zeit mit dem Aerobatics-Flugzeug in der Nacht rumgeflogen. Vom Gefühl her. Hier jetzt auch irgendwie jedes Rennen in der Nacht. Wird nicht mehr Tag hier in Amerika. Ziemlich traurig.
haben da Vampire ihre Finger im Spiel, dass sie hier alles in die Nacht versetzt haben. Ist nicht mehr Tag. Man munkelt. Vielleicht kommt ja bald das Vampire-DLC in The Crew 2. Ja, klingt total verrückt, aber hey, ich meine, es gibt auch ein Hot Wheels-DLC in Forza Horizon. Also warum nicht, ne? Haben wir schon Assassin's Creed-Erfolge hier bekommen? Ah, ist schon krass, ey, wie dominant. Also man ist mit den Motorrädern sowieso extrem dominant in den Kategorien, aber das ist schon krass, wie die hier performt. Halt so gutmütig, ne? Das ist echt krass. Macht Laune. Macht auf jeden Fall Laune, das Ding. Also bei den Endrohren bin ich noch nicht hundertprozentig sicher. Aber wie schon mal gesagt, man kann ja jederzeit wechseln. Aber ich glaube, so ein bisschen rein von der Ästhetik her finde ich die zwei breiteren, die wir jetzt drauf haben, ein bisschen besser. So vom Ding her sahen natürlich diese vier Endrohre schon sehr mächtig aus. Aber ich glaube, ein bisschen zu viel. Das ist ein bisschen too much hinten, finde ich. So ist, finde ich, es doch ein bisschen eine schöne Mischung aus Aggressivität und, ja, Filigranität. Gibt es das Wort überhaupt? Filigran gibt es auf jeden Fall. Ob es Filigranität gibt, weiß ich nicht. Ansonsten rätische Sprache ständig in der Weiterentwicklung. So, ein Rennen können wir auf jeden Fall noch machen. Jetzt craten wir die nochmal ab, beziehungsweise die ist ja eigentlich schon voll abgegradet, aber vielleicht können wir hier nochmal ein besseres Teil. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ja gut, das können wir wegschmeißen. So. Ja, ich werde auch immer wieder gefragt, wie man denn 280er Teile farmt. Im Prinzip ist es ganz einfach. Du musst einfach nur ein Fahrzeug haben, was auf 280 ist. Und mit dem fährst du weitere Rennen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du neue 280er Teile bekommst. Und wenn du dann schon welche drin hast, dann behältst du sie einfach und dann kannst du sie für andere Fahrzeuge verwenden. So einfach ist das, ne? So, wo waren wir jetzt noch nicht? Das Trip waren wir noch nicht, glaube ich. LA waren wir schon. Dann machen wir mal das Trip West, Nord. Machen wir Nord, oder? Machen wir Nord, komm. Das Trip North. So. Auf geht's. Letztes Rennen für die heutige Folge. Und auch hier an dieser Stelle darf ich nochmals erwähnen, es wird diese Woche noch eine Doppelfolge geben. Und ja, die Woche ist auch noch nicht mehr so lange. Aber die wird noch kommen, aber auch nicht heute. Ja, also bevor die Frage aufkommt, sie wird kommen. Versprochen. Da wer sich jetzt fragt, warum kommt eine Doppelfolge und warum ist sie angekündigt, falls der eine oder andere nicht mitbekommen hat. Ich habe am Wochenende, am Sonntag, wollte ich gerne eine Folge rausbringen, konnte es aber nicht, weil ich eine extreme Migräne hatte. Und die hat dann auch ein bisschen noch nachgewirkt am Montag und... Ne? Ich bin ganz ehrlich, es ist noch Montag. Also bei mir ist es noch Montag. Ich habe immer noch ein bisschen. Deswegen weiß ich nicht, wie es morgen am Dienstag ist und so. Boah, ist das wieder eine mega Zeitblase. Auf jeden Fall, heute haben wir Mittwoch, glaube ich, wenn alles noch anläuft. Und wie gesagt, Doppelfolge kommt... wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Lasst euch einfach überraschen. Sie kommt auf jeden Fall noch diese Woche. Ja, vielleicht auch am Wochenende. Man weiß es nicht. Man munkelt. Die Munkelküche ist ganz hoch. So. Das war ein bisschen riskant, aber klappt. Boah, die Sprünge ganz vergessen, dass wir ja diese Sprünge hier haben. Ja, das war fast klar, dass sowas passiert. Wie die um die Ecken schießt. Wahnsinn. Wenn jetzt der Fahrer dazu auch noch das Ding richtig bewegen könnte, dann wäre das ja echt eine coole Kombination. Oh Gott, oh Gott. Alles gut, ich lebe noch.
Oh nein. Das gibt's jetzt nicht, oder? Komm, 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 komm. Der Vorsprung ist groß genug, zum Glück. Trotz Gummiband. Aber da hebeln wir das Gummiband halt einfach mal eiskalt aus bei so einem Teil. Sehr schön. Steigen wir nochmal auf hier. Könnte gereicht haben hier, um Kultrang nochmal aufzusteigen. Wir nähern uns Kultrang 100. Bei Kultrang 100 gibt es ja dann Camaro geschenkt. Ja. Freue ich mich auf jeden Fall auch schon ganz besonders drauf. So, was haben wir hier ein schönes bekommen? Kein 280er Teil direkt weg. Mit dem Dreck. Ja, weg damit. Wollen wir nicht. So. Was wir jetzt noch schnell machen, ist hier Kultpunkt. Oh, guck mal, ich habe sogar 2 Kultpunkte. Gut, ja Leute, dann würde ich sagen, das soll es wieder mal gewesen sein mit einer Folge The Crew 2. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und an die Motorradfreunde, wie gesagt, ihr könnt mir die Fragen nochmal genauer beantworten, wie es denn jetzt hier mit AMG und Augusta zusammenhängt. Aber ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden und vor allem die, die sich die Augusta schon länger gewünscht haben, sind jetzt auch glücklich, dass ich eine hier in Besitz habe. Wie gesagt, ich möchte natürlich den Fuhrpark auch immer Stück für Stück von Folge zu Folge ein bisschen erweitern. Und jetzt bin ich aber erstmal raus. Vielen, vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge, die morgen erscheinen wird. Und dann bis dann. Ciao!